Ja, liebe Kampfsportfreunde, ihr seht richtig, es geht weiter. Fight Promoter TV und heute, ich habe die große Ehre, es geht um MMA. Und ja, wir haben einen ehemaligen UFC-Kämpfer hier, Pascal Panzer Kraus. Hallo. Hi, freut mich, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Sehr gerne. UFC ist so eigentlich das Ultimative, das sagt der Name schon selber. Ich möchte einfach wissen, wie bist du da hingekommen? Es hat ganz klein angefangen. Ich komme aus Freiburg, Green City, also eher bekannt für den etwas entspannteren Lebensstil und die Ökologie. Habe aber da recht früh die Liebe fürs Boxen entdeckt. Du warst auch Meister, deutscher Meister, ich habe mir aufgeschrieben, deutscher Juniorenmeister mit vier. Ja, also eben, ich habe ein paar Meisterschaften gewonnen. Dann habe ich aber nicht ganz den Sprung geschafft, da irgendwie in die Nationalmannschaft zu kommen oder in den Olympiastützpunkt und wurde da nicht groß weitergefördert. Und deshalb war ich dann nach 4 Jahren Boxen so ein bisschen auf der Suche nach der neuen Herausforderung und der Weiterentwicklung. Und bin dann zum Ringen gekommen. Ja. Mein Vater war Bundesliga-Ringer früher und eben da war auch schon so eine gewisse Affinität da. Hab dann ein bisschen gerungen, gleichzeitig geboxt und bin dann kurz vorm Abitur nach Amerika geflogen, um mein Englisch ein bisschen zu verbessern und habe dort dann im Fernsehen zum ersten Mal die UFC gesehen. Okay. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das sieht richtig interessant aus, sowas will ich auch ausprobieren. Zurück in Deutschland habe ich dann Gregor Herb kennengelernt, Brazilian Jiu-Jitsu, Black Belt. War auch schon bei mir zu Gast. Und habe dann eben mit Brazilian Jiu-Jitsu angefangen, Kickboxen dazu genommen. Und dann kurze Zeit später meinen ersten MMA-Kampf gemacht. Okay. Und dann war es so ein bisschen wie die Rocky-Story. Eben, man zuerst, der erste Kampf war in irgendeinem Hinterzimmer von einem Fitnessstudio. Okay. 20 Leute am Käfig, irgendwie du bist hingekommen, wusstest nicht, gegen wen du kämpfst. Dann irgendwie, ah, ihr zwei, ihr seht ungefähr gleich schwer aus, kämpft ihr mal gegeneinander. Ja. Und mit jedem Sieg wurde es dann ein bisschen größer, ein bisschen professioneller. Mhm. Irgendwann waren es dann 1000 Leute als Zuschauer da. Irgendwann war ich im Ausland, habe in der Schweiz gekämpft. Das war mein erster internationaler Kampf zum Beispiel. Dann ging es in the Dark East, Slowenien, Rumänien und so weiter. Dann habe ich irgendwann in England bei Cage Warriors, also in der sehr... Das ist ja schon mal, dann steigt die Namen, oder? Also von dem mein Event. Marktwert ist immer weiter gestiegen sozusagen. Dann habe ich die Titelchance da bekommen bei Cage Warriors, eine sehr lukrative Geschichte auch, Organisation. Habe den Titel gewonnen. Wow. Und daraufhin hat die UFC bei mir angeklopft und gefragt, ob ich für sie kämpfen wollte. Wie passiert das? Also die haben Scouts, also die UFC schaut immer, wo ist guter Nachwuchs, wo gibt es Kämpfer, die das Potenzial haben, irgendwie bei uns zu kämpfen. Ja. Dann hatte ich einen Manager, der natürlich auch da geschaut hat, dass das alles irgendwie in die richtigen Wege kommt. Und dann, als die Anfrage kam, musste ich natürlich nicht lange überlegen. Eigentlich das, was du gesehen hast in Amerika, ist zurück zu dir gekommen. Es hat dich gefunden eigentlich. Ist sozusagen. Also eben, da habe ich meinen Traum quasi festgesetzt. Okay, das würde ich gerne machen, da will ich hinkommen. Und dann gar nicht so viel später habe ich es dann tatsächlich geschafft und die UFC hat mir den Vertrag auf den Tisch gelegt und ich habe unterschrieben. Lernt man da den Dana White auch gleich kennen? Nicht direkt. Also es gibt zu viele Kämpfer, als dass Dana White wirklich jeden persönlich begrüßen würde. Aber ich hatte dann... Du bist ja aus Deutschland, also das ist ja was Spezielles, oder? Ja, genau. Aber trotzdem. Also ich habe ihn zuerst nicht kennengelernt, dann habe ich aber in Oberhausen meinen ersten Kampf gemacht und da auch gleich Kampf of the Night, also Fight of the Night Main Event. Abgeräumt. Das heißt, ich habe einen ganz guten Bonus auch nochmal bekommen. Wow. Und danach kam Dana White dann zu mir und hat eben gesagt, ja, hey, I'm happy to have you, great fight and let's keep rolling. So, also da war dann quasi das erste Mal wirklich der persönliche Kontakt da. Ich würde jetzt nicht behaupten, wir sind Freunde geworden, eben dazu ist er zu beschäftigt und hat zu viele Kämpfer unter sich, aber zumindest hatten wir da die erste Begegnung und ich war dann in seinem Hirn vielleicht zum ersten Mal wirklich präsent. Okay. Wie funktioniert das da? Das ist ja eine Firma, die super organisiert ist und auch wirklich alle Kämpfer und Kämpferinnen sehr gut vermarktet. Ich habe mir auch aufgeschrieben gehabt, du verfolgst das natürlich immer noch, oder? Natürlich, also schon nicht mehr ganz so viel wie früher, als ich aktiv war, aber ich schaue mir die Kämpfe, die mich interessieren, weil zum einen vielleicht jemand kämpft, den ich persönlich kenne oder weil er einfach sehr gut gehypt wird, der Kampf, oder weil ich vom Sportlichen interessiert bin, die Kämpfe schaue ich mir an. Meistens nicht mehr live, also nicht 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens wie früher, sondern meistens dann im Replay irgendwie am nächsten Tag, ganz entspannt, aber ich bin trotzdem noch mehr oder weniger up to date.
Wenn man überlegt, du hast ja auch, ich habe mir aufgeschrieben mit Nate Diaz, Jake Shields, das sind ja Leute, die, Nate Diaz kämpft ja immer noch, oder? Ja, Nate Diaz. Mit denen hast du trainiert. Ja. Was sind das für Menschen? Also nicht negativ, sondern wie sind die drauf? Also eben, die Diaz-Brüder, jeder, der sie schon mal kämpfen sehen hat oder sie auch so mal in einem Interview erlebt hat, kann sich wahrscheinlich schon denken, dass die recht spezielle Typen sind. Eben, wir waren da in der Nähe von San Francisco in einem Gym bei denen. Ja. Und eben, da war ich noch ganz jung, da war ich noch nicht mal bei der UFC. Das war irgendwie gerade nach meinem Titelgewinn bei Cage Warriors war ich da zum Trainieren. Und dann sind die irgendwann ins Gym gekommen, halt komplett in ihrer eigenen Welt. Also die haben gar nicht irgendwie jetzt groß sich da wie ein Star oder sonst was aufgeführt, sondern machen ihr eigenes Ding, machen sich warm, trainieren ein bisschen. Und irgendwann kam es dann halt zum Kämpfen, zum Sparring, zu den Drills. Und da konnte ich dann mal ein bisschen mit ihnen kämpfen. Wahnsinn, und auch sehen eben, dass die schon echt gut sind. Die haben die Skills, die einfach also. Sie sind auf jeden Fall sehr gute Kämpfer, ja. Also da. Also sie wissen immer ungefähr, wo ein Ausweg ist oder wie sie sich zum Beispiel finishen können sozusagen, oder? Genau, also beide halt BJJ Black Belts, gutes Boxen. Du aber auch. Auch? Ja. Ja. Damals war ich noch kein BJJ Black Belt, aber jetzt also, bist du, ja, aber genau. Inzwischen ja. Habe ich den auch, ja. Wahnsinn. Wie sieht das aus? Du hast ja. Ich habe die große Ehre, dass du als Kommentator teilweise jetzt auch Einsätze hast, bei HFC zum Beispiel, Hard Fighting Championship, auch hier im Grand Casino Basel, gleiche Location. Ich war auch total begeistert. Ich sage es jetzt nochmal, auch wenn mir die alle das sagen, dein Englisch ist ja brillant. Also du kannst das alles perfekt erklären. Ich spreche auch sehr gut Englisch, ich moderiere auch Englisch, aber deins ist ja gerade Next Level. Native. Dankeschön. Oder? Also Native würde ich vielleicht noch nicht sagen, aber ich habe 3 Jahre in Amerika gelebt, eben nachdem ich meinen UFC-Vertrag unterschrieben hatte und dann meinen ersten Kampf gemacht habe, habe ich gesagt, okay, ich will wirklich schauen, dass ich so weit nach oben komme, wie es geht und dafür brauche ich das bestmöglichste Umfeld. Okay. Und das ist eben, zu der Zeit war das Amerika. Da hast du die meisten Kämpfer, die besten Trainer, du bist näher an dieser Competition dran. Okay. Und deshalb bin ich dann nach Amerika umgezogen und habe für 3 Jahre in Amerika gelebt. Und in der Zeit hat sich mein Englisch natürlich verbessert. Eben. Wenn man sich länger mit mir unterhält, wird man bestimmt den ein oder anderen Fehler hören. Ja. Aber ich würde sagen, so mein Alltagsenglisch ist ganz gut. Und auch gerade eben um diesen ganzen Kampfsportbereich war ich einfach die ganze Zeit mit konfrontiert und deshalb habe ich da halt auch relativ viel gelernt. Wie sieht das aus mit, du hattest ja, glaube ich, 4 Kämpfe, 2 Siege, 2 Niederlagen, du hast dich aber, ich glaube eben Gewinn, ein knapp, aber immer noch Punkten, das muss man auch sagen, und dann hast du dich aber verletzt und bist aber richtig stark zurückgekommen. Genau. Das war eine Wende in deinem Leben, oder? Auch. Ja, Verletzungen haben leider auch immer wieder eine Rolle gespielt im Kampfsport. Ja. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Personen. Es ist einfach nicht unbedingt der Gesundheitssport. Klar. Genau, ich bin nach Amerika umgezogen, habe meine Kämpfe gemacht und ich war eigentlich so am Start meiner Karriere. Ich war da, wie alt war ich? 24? Okay. Also noch relativ jung. Ja. Und eigentlich habe ich gedacht, so jetzt geht es erst richtig los. Ich lebe jetzt meinen Traum, ich mache genau das, was ich immer machen wollte und jetzt starte ich richtig durch. Und dann kam die erste Verletzung, das war mein Schultereckgelenk, wurde da gesprengt bei einem Ringkampf, den ich für die Mannschaft in Freiburg gemacht habe, so nebenher. Ja. Was mich dann für ein Jahr an die Seitenlinie verbannt hat, was echt bitter war, aber auf der anderen Seite dann auch wieder lehrreich, wenn man halt eben dann doch mal realisiert, wie schnell eigentlich alles auch vorbei sein kann. Absolut. Bin dann aber zurückgekommen, habe die nächsten Kämpfe gemacht, eben gewonnen und verloren, beides. Ja. Und wurde dann aber durch eine Nackenverletzung, durch eine Art Schleudertrauma, komplett aus dem Business rausgeworfen. Und das war dann wirklich nochmal eine ganz andere Erfahrung, weil von heute auf morgen war eigentlich alles, was mein Leben bis dahin war, auf einmal auf Eis gelegt. Ja, ja, ja. Genau. Also eben, mein Beruf war auf einmal in Gefahr, mein Hobby, also das, was ich am liebsten mache, das war mein Sport, deine Berufung, genau, war auch nicht mehr da. Mein ganzer Freundeskreis, mit dem ich eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen 24 Stunden, aber irgendwann mal verbringt deinen Tag halt. Genau, 20 Stunden des Tages verbringst du mit anderen Kämpfern, Trainingspartnern. Ja, ja. Also mein ganzes Umfeld war auf einmal nicht mehr greifbar für mich, weil ich es einfach nicht ertragen konnte, mit denen zusammen zu sein, zu sehen, wie die weiter trainieren können, wie die weiter ihren Traum verfolgen und ich an der Seite sitzen muss und quasi das nicht machen kann. Und weiter ging es noch eben mit die Anerkennung, also eben das, was
was ich war, was, womit ich mich selbst identifiziert habe, war auch auf einmal nicht mehr da. Das heißt, es war so ein bisschen... Sind die loyal gewesen dann auch? Sind die Amerikaner oder die Leute, die da waren, um dich rum? Wir kennen das Business ja, ne? Ja. Bist du gut, gewinnst du, ist gut. Wenn du verlierst, zwei, dreimal, bist weg. Genau. Ist so. Also die nicht Freunde, böse gemeint. Nein, natürlich, ist so, die Freunde, die echten Freunde, denen war es ja egal. Die kannte ich auch meistens schon, bevor ich quasi in der UFC gekämpft habe. Mhm. Aber das war natürlich eine Erfahrung, die ich dann machen musste, durfte, als konnte. Junger Mensch noch auch. Genau, dass halt, wenn die Lichter dann ausgehen bei dir, dass auf einmal ganz schnell die Hallen auch leer werden. Also, dass eben die ganzen Leute, die davor da waren, die auf den Rücken geklopft haben und deine Fans und Freunde waren, auf einmal sich dann recht schnell anders orientiert haben, wenn du nicht mehr derjenige warst, der eben im Rampenlicht steht, die Kämpfe gewinnt. Hm. War bitter zu der Zeit. Es war wirklich eine schwierige Phase dann für mich, weil ich mich komplett neu orientieren musste und nicht genau wusste, was ist jetzt mein nächster Step, was mache ich jetzt eigentlich mit mir? Kann ich noch mal kämpfen? Ist es jetzt vorbei? Muss ich mich komplett neu erfinden? Ja, genau. Aber auf der anderen Seite auch super lehrreich, weil man sieht es häufig bei sehr vielen Kämpfern, die dann einfach über ihren Zenit gehen und immer noch weiterkämpfen. Also man könnte jetzt alle möglichen Namen nennen, ich nenne jetzt keine, aber ich denke, jeder, der Kampfsport verfolgt, hat zumindest ein Beispiel im Kopf, dass irgendwelche Leute, die jahrelang an der absoluten Weltspitze kämpfen, es dann nicht schaffen aufzuhören. Und warum schaffen sie es nicht aufzuhören? Vielleicht wegen dem Geld, glaube ich aber bei den meisten eigentlich nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, sondern eher, dass sie nicht wissen, was sie sonst mit sich anfangen sollen. Mhm. Sie haben so viele Jahre für diesen Kampfsport investiert, dass wenn sie damit auf einmal aufhören würden... Also geht alles verloren. Genau, ist alles weg. Und wenn man nicht sich da irgendwie in den Kampfsport wieder einbindet, sei es als Coach oder als Seminare, da kommen auch noch... Also das würde ich dich als nächstes sagen, dass du machst ja jetzt auch Seminare. Dann bist du verlost, oder? Dann verlierst du quasi deine Richtung, Perspektive, deine Berufung. Weshalb bin ich eigentlich da? Und genauso habe ich mich eben auch gefühlt. Ich wusste nicht mehr genau so. Warum soll ich morgens eigentlich aufstehen? Warum soll ich eigentlich... Eine Depression eigentlich? Ja. Man könnte sagen, es ging Richtung Depression, weil einfach wirklich alles, was davor mich ausgemacht hat, auf einmal verloren war. Eben. Mhm. Von Anerkennung über Geld, über meine Ziele, über meine Berufung, über ich lebe meinen Traum zu, okay, jetzt bin ich halt wieder hier, sitze wieder in Freiburg. Schöne Vorstadt. Schöne Stadt, aber eben, so, okay. Jetzt bin ich einfach wieder einer von vielen. Und davor habe ich mich als jemand gesehen, der was Besonderes ist, der es geschafft hat, der sich selbst verwirklicht. Aber jetzt machst du ja tolle Sachen. Jetzt hast du ja Seminare, die du gibst, so für Manager, und erzählst eigentlich auch so deine Lebensgeschichte und motivierst ja eigentlich auch damit. Das ist richtig, oder? Genau. Das ist, hat sich dann daraus entwickelt. Und das ist dann auch so der Punkt, den ich dann erkennen konnte, dass eben alles immer zwei Seiten hat. Mhm. Also auf der einen Seite eben in dem Moment habe ich mich nur darauf fokussiert, was ich alles nicht mehr machen kann. Ich kann nicht mehr kämpfen, ich bin nicht mehr der Panzer, ich bin nicht mehr irgendwie in der Mitte der Aufmerksamkeit, kämpfe vor 20.000 Leuten in der Halle und habe Millionen Fans vom Fernseher, sondern ich bin jetzt auf einmal wieder nichts, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Und wenn du dich nur darauf konzentrierst, zieht dich das auf jeden Fall runter. Aber wenn du dann schaffst, deine Perspektive zu wechseln, dass du sagst, hey, okay, das kann ich jetzt vielleicht gerade nicht machen, aber schau mal, was es sonst noch für tausend andere Varianten. Absolut. Und du hast ja das eigentlich umgedreht und hast das Schubumkehr, hast aber jetzt eigentlich deine Skills, gibst jetzt einfach anders weiter. Genau. Man muss dann einfach seine Perspektive wechseln und sagen, okay, ich konzentriere mich nicht darauf, was ich nicht mehr kann, sondern ich konzentriere mich darauf, was ich noch alles könnte oder machen könnte und mich weiterentwickeln kann. Und genau das habe ich dann glücklicherweise in einem Prozess von mehreren Jahren geschafft und gebe jetzt eben so Seminare für Unternehmen. Hast du eine Firma gegründet oder wie heißt die? Das ist die Championship Mindset, sind die Workshops und Ultimate Mind ist der Slogan. Da kann man dich kontaktieren, genau, da Ultimate Mind, Internet eingeben, sagen, wir möchten gerne ein Seminar für unsere Manager, die alle ein bisschen gefrustet sind, weil sie, keine Ahnung, nichts verkaufen und jetzt brauchen sie mal ein bisschen hier den Push. Es geht in zwei Richtungen. Auf der einen Seite eben kann ich genau das nachvollziehen, was diese Manager und diese Unternehmer halt alle erfüllen wollen und müssen. Ja. Mehr, schneller, weiter, höher. Mhm. Genauso habe ich mich auch gefühlt im Käfig. Ich wollte gewinnen, ich wollte den nächsten Erfolg, ich wollte mehr Ruhm, ich wollte mehr Einkommen. Aber nach so einem Kampf, du gewinnst, du bist drei Tage lang
on fire, auf Adrenalin, ja, Endorphin, ja, ja, schläfst eigentlich nicht. Regeneration. Und dann kommst du aber eben in dieses Loch. Okay, okay, was jetzt? Ja. Und dann muss der nächste Kampf her. Dann musst du wieder, hoppala. Dann alles gut, Live-Show. Dann muss der nächste Peak her, dann musst du wieder das nächste erreichen. Ja. Und so kommst du wie in so einen Teufelskreis. Du bist immer getrieben, immer gejagt, dass du deinen nächsten Peak erreichen musst, bist dann kurz glücklich und dann aber wieder unzufrieden und willst mehr. Und das möchtest du eigentlich so mit dem Ganzen, dass das so in einer Linie bleibt, damit man sein Gefühl auch halten kann oder seine Motivation und damit aber umgehen, wenn es dann schlechter geht, dass man sagt, okay, ich akzeptiere die Situation, so geht es mir gerade, aber schlussendlich bin ich als Person dennoch fähig, mich da selber zu regenerieren und wieder das zu machen. Aber man muss teilweise auch gewisse Sachen zulassen, damit man nachher, wie soll ich sagen, wieder normal weitermachen kann, oder? Genau, es ist einfach die Balance aus allem. Auf der einen Seite willst du den Erfolg, ja, und strebst nach mehr, was ja auch gut ist, natürlich, mache ich genauso. Natürlich. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch irgendwann erkennen, dass irgendwie die Zufriedenheit und das Glück, das Innerliche, nicht nur dadurch entsteht, dass ich mehr habe, dass ich berühmter bin. Das kann nicht auf das reduziert werden. Genau, wenn ich 7 Autos habe und 14 Häuser. Kannst du nicht alle gleichzeitig fahren? Bin ich vielleicht trotzdem nicht glücklicher, sondern ich will dann eben noch eins mehr und ich noch verstehe, eins mehr. Ich verstehe. Und finde ich dieses, guter Ansatz. Diese Zufriedenheit musst du irgendwie selbst in dir kultivieren. Ja, ja. Das muss aus dir selbst entstehen. Ansonsten bist du vielleicht am Ende deines Lebens mega erfolgreich gewesen, hast alles erreicht, was du wolltest, aber vielleicht auch keine Sekunde zufrieden oder nur sehr kurze Zeit gar nicht zufrieden. Sondern du hast nur gesammelt, aber nicht das Zeug mal angeguckt und nicht gelebt. Genau. Und das ist jetzt so ein bisschen die Verbindung, die ich versuche zusammenzubringen, ja, und weiterzugeben, weil auf der einen Seite eben weiß ich ganz genau, was es bedeutet, unter Druck zu performen, ja, wenn du in einem Käfig drin bist mit Tausenden von Leuten, die zuschauen, der Gegner nichts anderes im Kopf hat, als dir irgendwie Verletzungen zuzufügen. Und auf der anderen Seite aber eben auch realisiert habe, dass es nicht nur darum geht, die Bewunderung von den 20.000 Zuschauern, ja, zu haben, sondern dass man sich selbst lernt wertzuschätzen, das egal ist sehr gut, ob du gewinnst oder verlierst. Gutes Schlusswort, würde ich jetzt mal sagen. Noch wichtig, wir haben hier auch von deinem Sponsor, Pride sozusagen. Kannst du die Webseite nochmal sagen? It's pride-sports.com. Genau, er unterstützt dich und ich würde auch meinen, wir verlosen das Ganze. Sehr gerne. Als Frage würde ich mal sagen, schreibt unter info@ringsprecher.com oder unter Instagram der_ringsprecher die Antwort auf die Frage, wie viele Kämpfe hat Pascal Kraus in der UFC gemacht, sozusagen, oder? Und vielleicht noch was Nettes dazu schreiben und das Beste wählen wir dann aus, oder? Alles wir klar. Haben Handschuhe, jeweils weiß und blau, also 2 Gewinner oder Gewinnerinnen werden wir genau hier, werden wir küren und ich werde die dann noch persönlich kontaktieren. Mit einer Widmung, wir können das dann auch draufschreiben. Wir sind ja auch in der Nähe, zum Glück, ortschaftlich. Genau, da würde ich sagen, ich würde mich herzlich bedanken, dass du da warst. War sehr spannend, die Geschichte, wie sie ja im Film eigentlich ist, oder? Aber du bist da, wir haben Spaß und wir sehen uns ja auch immer wieder. Von dem her, ich als Moderator, du als Kommentator, ist eine coole Geschichte. Kampfsport ist einfach geil, auf Deutsch gesagt. Und ja, wir würden uns jetzt verabschieden in die Totale. Bis zum nächsten Mal, das war's wieder. Pascal Panzer Kraus hier und Fight Promoter TV. Bis zum nächsten Mal, haut rein.